Assalamu alaikum und ich hoffe, es geht euch allen super. Ich freue mich, dass ihr euch wieder Bilqalam anguckt. Und wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir haben Dhamma, Fatha und Kasra genommen, richtig? Und Elif und Ya. Und heute lernen wir Al-Waw. Al-Waw, die Verlängerung. Al-Mamduda. Okay, ich glaube, wir können anfangen, oder? Das erste Wort ist A'udhu. A'udhu. Wir achten, dass wir nichts verlängern, außer Al-Ain. A'udhu. Ich suche Zuflucht. Na'udhu. Wir suchen Zuflucht. Yaqulu. Er sagt. Yasunu. Und achtet bitte, dass ihr hier As-Sort richtig ausspricht. Yasunu. Yakunu. Er wird. La yaqulu. La heißt entweder nein oder nicht. Hier zum Beispiel heißt es nicht. Er sagt nicht. La yaqulu. Und achtet bitte, dass ihr Lam verlängert und Al-Qaf. La yakunu. Yakunu haben wir schon gelernt. Und jetzt fügen wir einfach nur La hinzu. Das heißt, er wird nicht. Ma yaduru. Ma yaduru. Achtet bitte hier, dass ihr auch Mim verlängert. Und Addal. Ma yaduru. Ma yazuru. Ma yasuru. Und hier, ma ist ein Buchstabe, der viele Bedeutungen haben kann. Entweder ebenso wie La, nicht. Was eigentlich bei einer Vergangenheit kommt. Und hier sehen wir auch, dass die Verben ein Ja haben. Und somit wissen wir durch den Ja, dass es in der Gegenwart ist. Aber mehr kommt in den Verben der Vergangenheit. Somit kann hier die Bedeutung der sich dreht, der besucht heißen. Bei Ma Yaduru. Ma yazuru. Ma yasuru. Haben wir das schon? Glaube ich schon. Haben wir jetzt schon. Und dann hier yasumuna. Und hier sehen wir zwei Wow. Und wenn es ein Verb ist, was wir hier sehen können, weil da am Anfang ein Ja ist. Und am Ende ein Wow und ein Nun. Yasumuna. Okay? Und somit merken wir, dass es eine Mehrzahl ist. Also sie fasten. Tasumuna. Ihr fastet. Yamutuna. Sie sterben. Ta'udhuna. Sie suchen Zuflucht. Wie zum Beispiel bei A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Genauso ist das. Ta'udhuna. Das ist das Gleiche. Das nächste Wort ist Yasuluna. Yatubuna. Taqumuna. Yaquluna. Tafutuna. Yauduna. Und das sind alles Verben. Khashi'una. Khaliduna. Nadhiruna. Nadhiruna. Achtet, dass der Ra hier dick rauskommt. Denn wenn er ein Fetha hat oder einen Dhamma hat, dann müssen wir den dick aussprechen. Hat er aber ein Kesra, dann müssen wir ihn dünn aussprechen. Also zum Beispiel Nadhirina, Ri. Aber hier Ru. Seht ihr den Unterschied? Oder hört ihr den Unterschied? Ru, Ra, Ri, Ri. Abiduna, Amiluna, Yeliduna, Yasifuna. Könnt ihr euch im letzten Video noch erinnern, als ich euch Wasafa und Yasifu, Wasafa, und Wusifa gesagt habe? Dieses Wort oder dieses Verb kommt von Wasafa. Wasafa, Yasifu. Und das wird ihr noch in Level B1 noch lernen. Yajiduna.
Yaqifuna. Utina. Hier sind alle Verlängerungen da. Utina. Qulu. Kunu. Und das sind jetzt Befehlsformen. Sagt und werdet. Tubu. Begeht Reue. Mutu. Stirbt. Sidu. Okay. Sidu. Und das war das letzte Wort für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt viel dazugelernt. Falls ihr irgendwie noch etwas von mir haben wollt oder Fragen habt oder irgendetwas oder Ideen ebenso, könnt ihr es mir sofort schreiben. Ich würde mich auch sehr gerne freuen. Und somit beende ich hier das Video. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Und man sieht sich. Ma'assalama. Assalamu alaikum. ورحمة الله سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا